Cause baby, like, ooh, it's all another flower lane. The sun goes around the state. Can't wait for the long day. Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog. Oh mein Gott, ich bin so verklatscht. Let's go, make a coffee. Good morning and happy Thursday. Bei mir ist gerade Donnerstag. Und ich habe heute ein paar To-Dos. Ich bin auch noch slightly krank. Ich hatte Corona bis vor irgendwie so einer Woche. Und habe jetzt noch so Überbleibsel Halsschmerzen. It's great. Das ist eigentlich eher so Husten. Bisschen nervig. Und ich dachte irgendwie, ich nehme euch jetzt mit in meinem Alltag, wo ich versuche, so ein bisschen die Balance zu finden zwischen Ausruhen und produktiv sein. Deswegen, ich habe ein paar To-Dos heute. Erstmal mache ich mich ready, weil so wird's nichts. Ich muss nämlich gleich noch eine Kampagne drehen. Combined mit meiner Morning Coffee Story, die ich immer in meine Story packe. Ja. Deswegen habe ich jetzt mal ready und dann starten wir in den Tag. Leute, for real, das hier, Tartelette Tubing Mascara, die hier, von Sephora, die ist so geil, die ist leider schon komplett dead, ich verwende die jetzt nur für unten, die ist nämlich nicht wasserfest, aber die hält so geil die Wimpern nach oben und ich muss mir die eigentlich nachkaufen, die ist so teuer, ich glaube, die kostet so 30 Euro oder so, die gönne ich mir mal so einmal im Jahr, vielleicht gönne ich mir die zum Geburtstag. Mal schauen. Ich bin jetzt ready gemacht. Mein Tag wird jetzt so aussehen. Ich muss jetzt eine Kampagne drehen und schneiden. Also beziehungsweise ich habe sie schon so halb gedreht. Und mir fehlt jetzt noch eine Szene. Die filme ich jetzt noch. Also es wird ein Reel und Stories. Ich glaube, für Stories habe ich schon genug Fotos, weil es geht um Kleidungspieces, die trage ich eh die ganzen letzten Tage eh schon andauernd. Deswegen habe ich schon ganz viele Fotos damit. Deswegen drehe ich das fertig, dann muss ich das noch schneiden. Und ich wollte eigentlich auch noch meine eine Balaklava fertig häkeln. Ich häkel gerade ein paar Balaklavas und dazu das Reel fertig drehen. Aber das sind alles ein paar viele To-Dos dafür, dass ich eigentlich schon in einer Stunde los muss, weil ich mit einem sehr guten Freund von mir zusammen Ramen essen gehe und so ein bisschen Live-Update-mäßig. Deswegen muss ich mich jetzt beeilen und ganz schnell machen und jetzt wird Morning Coffee gemacht. Schauen wir mal, wie die Latte Art wird. Sagen wir mal so, gab schon bessere Latte Art Tage, aber ist okay. Man kann erkennen, dass es ein Herz ist. Cheers, Freunde. Ich
Ich habe es abgedreht. Ich werde das Ganze jetzt schneiden. Ich hoffe, ich brauche nicht allzu lange. Wir werden sehen. Ja, das mache ich jetzt. Und dann schaue ich mal, ob ich noch Zeit habe, noch ein bisschen an dem Reel weiterzudrehen. Das ist halt wirklich an dem Balaclava Reel. Ich kann euch mal zeigen, weil die erste ist schon ready. This is the first beauty. Ich kann es euch auch mal anziehen. Vielleicht trage ich die auch heute direkt mal für die mal aus. Das Cutie. Ich finde es sehr cool. Ich muss aber noch meine Tags dran machen. Ich mache hier immer so meine Labels dran. Das fehlt noch. Und ich filme das gerade als Reel mit, aber ich will mehrere in einem Reel häkeln. Also beziehungsweise ich habe die eigentlich schon fertig, ich muss sie nur verknüpfen. Ich habe die ganzen Patches schon fertig und ich will das in einem Reel filmen. Aber das Problem ist, sobald ich wieder zurück zu Hause bin, ist es schon dunkel. Ich will das ja filmen, wenn es hell ist. Aber das sind halt literally gerade so 5 Stunden nur in Deutschland. Deswegen mal schauen, ob ich davor noch schaffe, was zu drehen. Ich muss das jetzt erstmal schneiden, weil ich muss das noch abgeben heute. Deswegen ist das Prio. Und dann versuche ich jetzt einfach ganz schnell zu sein, dass ich es noch schaffe, irgendwie vielleicht noch ein bisschen was zu filmen von dem Balaclava-Video. Let's go! Ich habe gerade eine kreative Schnittblockade. Deswegen werde ich jetzt meine Tags annähen, bevor ich weiter schneide. Und ich habe noch Leftover Food. Und das werde ich jetzt essen. I'm hungry. Es schmeckt besser, als es aussieht. Ich habe von gestern noch vegan Pasta mit Zucchini, Pilzen und so einer creamy Sauce übrig. Noch ein bisschen Joghurt dazu, ein bisschen Rucola, ein bisschen gewürzt. So it's gonna be my dinner. Statt, beziehungsweise Essen und Live-Update-mäßig, war sehr schön heute. War ein bisschen spazieren und Essen war sehr lecker. Ja, und es war ein sehr schöner Nachmittag. Ich bin irgendwie jetzt voll fertig. Ich merke irgendwie, dass noch so ein bisschen so von Corona noch so ein bisschen meine Kräfte noch nicht auf 100% sind. Jetzt habe ich gerade noch die Kampagne fertig gemacht und abgegeben. Jetzt ist so 20 Uhr ungefähr. Und ich werde jetzt essen und dann ein bisschen weiter häkeln. Ich schaue, by the way, gerade Good Luck Guys. Und Promi Big Brother ist ja vorbei, aber es läuft auch noch Promi-Büßen. Deswegen, ich glaube, ich schaue heute in die neueste Folge Promi-Büßen rein. Ich bin nämlich nicht mehr up to date. Oh mein Gott, es sind schon 6 Folgen draußen. Ich habe jetzt 2 geschaut. Wow, ich habe einiges verpasst. Ich habe nochmal in die Welt eingeladen, wo keiner sie mehr wollte, weil sie gerade den Mega-Schutz bekommen haben. Aber dass sie mich jetzt angekackt, das hat mir wirklich weh getan. Ich habe mich nicht gewählt.
Freunde, meine current very weird obsession ist Pfefferminztee, Kamillentee und meiner Meinung nach der geilste Tee ist der hier, Rosmarin Thymian. Und das Lustige daran ist, vor so einem Monat hätte man mich mit Kräutertee jagen können. Ich habe das so gehasst und jetzt trinke ich freiwillig gefühlt jeden Tag 2 Liter Kräutertee. Ich hatte zum Beispiel jetzt über Nacht, also ich mache mir immer so einen 2-Liter Topf und mache mir das dann immer, mache mir dann so ein paar Beutel rein und dann mache ich das immer warm und dann koche ich das immer wieder auf. Und dann habe ich halt immer warmen Tee, weil irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist so, ich kriege meine Tasse zum Beispiel nie ganz leer. Zum Beispiel jetzt ist noch so viel drin. Das gebe ich dann einfach wieder in den Topf und dann ist wieder heiß. Und sonst irgendwie kalt trinke ich den dann sonst nicht mehr. Deswegen mache ich mir mal einen ganzen Topf. Ich hatte zum Beispiel jetzt über Nacht noch so 3 Teebeutel einziehen lassen. Und jetzt mache ich noch 2 dazu. Und dann kann ich das bestimmt auch nochmal aufkochen. Aber dann habe ich geilen Tee gleich. Ich freue mich, Mensch. Aber komische Obsession, oder? Das kam so auf einmal. Bin ich jetzt, ja, bin ich jetzt alt? Bin ich jetzt erwachsen? Offiziell einer der besten Release-Tage seit langem. Leute, also ich bin ja so ein kleiner Dollar-Fan von Donnerstagnacht bzw. Freitag früh, weil dann ist neue Musik gedroppt und ich, ja, und ich freue mich jedes Mal so und es gibt so viele tolle neue Releases. Ich bin gerade so glücklich wie schon lange nicht mehr. Achtung, wir haben Drachenfrucht. Das liebe ich ja eh schon von Annie, aber featuring Berg. Dann, ich liebe Maya. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Maya macht so schöne Musik. Und sie hat Sand, also Sandmann, sehr, sehr toll. In den Rest, to be honest, habe ich noch nicht reingehört, aber... Ach, sieht schon wieder so toll aus, Mann. Ich habe so lange darauf gewartet. Toll. Oh, toll. Oh. Jetzt kann ich beruhigt schlafen gehen, Freunde. Es war ein sehr schöner Tag. Als du es geschafft? Tag vorbei. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Mini-Vlog gefallen. Vielleicht sehen wir uns morgen nochmal kurz. Mal schauen. Freunde, happy next day. Heute ist Freitag. Und ich dachte, bevor ich den sehr kurzen Vlog beende, gebe ich euch kurz ein Update, was ich heute so erst gemacht habe. Meine Fortschritte, einfach weil, warum nicht? Nummer 1, ich habe gerade lecker Aufbackbrötchen drin. Mittagessen und mein chaotischer Tisch ist ein sehr kreativer Tisch, weil... Ich habe heute so vormittags, mittagsmäßig ein bisschen gezeichnet, weil zu dem Balaclava-Tutorial mache ich auch so eine kleine, so ein bisschen was an Sketches. Ich weiß noch nicht ganz, für was ich das mache, to be honest. Aber es hat voll viel Spaß gemacht. Ich habe so von so einem, von dem Original-Foto, also von dem originalen Projekt ein Foto gemacht und das dann so als Vorlage genommen und dann so ein bisschen was gezeichnet und gesketcht und ich mache quasi gerade so ein Mini-Magazine da draus. Frag mich nicht wofür, es macht einfach Spaß. Ja, das habe ich gemacht und die blaue Balaclava, ich weiß gar nicht, ob ich die euch gestern nochmal so gezeigt habe, ist ja schon fertig. Ich mache jetzt noch die 2 schwarzen ready. Ich habe nämlich die Patches schon komplett fertig eigentlich. Muss nur noch so zusammen machen und die Tags dran machen. Hier.
das eine Tag, hier das andere. Der hat gestern gesehen, wie ich es dran gemacht habe. Und warte, ich mache euch ein kleines Try-On vom finalen Piece. Scheiße, meine Frisur. Meine Frisur kurz vergessen. Oh, hier sind auch noch so ein paar, die muss ich noch alle einnähen. Ein paar habe ich schon eingenäht, aber leider noch nicht alle. So sieht das Ganze aus. Dann kann man das so, das ist quasi so halswärmermäßig und das ist so. That's the final product. Ich find's cute, was sagt ihr? Ich glaube, in anderen Farben könnte es auch sehr cool sein. Ja. Ich find's cute. Bin gespannt, welche Farbe mir am Ende am besten gefällt. Ich habe es gestern auch schon ausgeführt, dieses wunderschöne Stück. War bestimmt alle ganz neidisch, als sie mich damit gesehen haben. Jetzt werde ich gleich meine Aufbackbrötchen snacken. Und dann gehe ich gleich noch auf so ein kleines Pop-Up-Store-Event-Ding. Und Song-Release-Event von Jackie. Wird bestimmt auch sweet. Ja, ich freue mich sehr. Das wird mein Freitag sein. Und morgen hoste ich eine Friends Night. Da freue ich mich auch sehr drauf. Das wird bestimmt auch cute. Das passiert bei mir so die nächsten Tage. Und ich hoffe, euch hat der kleine Mini-Vlog gefallen. Leave some love in the comments. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann subscribe. Wir sehen uns beim nächsten Video. Mal schauen, vielleicht ist es auch ein Tutorial. Ich weiß noch nicht, vielleicht wird es auch wieder ein Mini-Vlog. Mal schauen. Ja, ich wünsche euch einen tollen Tag. Mhm.